Wie du als Akademiker, Fach- oder Führungskraft auf Jobsuche die wirklich lukrativen Stellen findest. Und unter lukrativ meine ich die Stellen, die eben das höchste Erfolgspotenzial haben, heißt, wo du mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wirst oder eben auch nach hinten raus ein Jobangebot von der Firma bekommst. Da soll es in diesem Video drum gehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Klenzmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Bewerbungscode. Und ja, ehemaliger Personaler war in den letzten Jahren für die Auswahl von Akademikern, Fach- und Führungskräften verantwortlich bei verschiedenen nationalen und internationalen Unternehmen. Heute haben wir bei Bewerbungscode die Seite des Schreibtisches gewechselt, helfen seither eben unseren Teilnehmern im Training dabei, ihren Traumjob zu bekommen. Das Ganze eben möglichst ohne unzählige Bewerbungen schreiben zu müssen und ja, Absage nach Absage zu bekommen. Von daher lass uns einfach direkt durchstarten mit diesem Video und wie ich es eingangs schon erwähnt habe, kennst du das sicherlich, wenn du eben als Akademiker oder Führungskraft auf Jobsuche bist. Du scannst die gängigen Stellenportale, sei es jetzt Monster, StepStone, was es da alles noch so gibt, Xing, LinkedIn etc. Und stellst dir bei jeder Stelle, die du da siehst, natürlich immer die Frage: A, was suchen die hier konkret? Wie sieht das Anforderungsprofil aus? Und im zweiten Schritt, bringe ich die erforderlichen geforderten Voraussetzungen mit, die Berufserfahrung? Ja, kann ich quasi hinter jedes hinter jedem Spiegelstrich einen Haken machen? Also, wie hoch ist die Deckungsgleichheit von der Stelle zu meinem persönlichen Profil? Und was ich im Rahmen der Begleitung unserer Teilnehmer in unseren Beratungs- und Coachingsprogrammen immer wieder sehe, ist, dass diese Recherche bzw. dieses oberflächliche Scannen von Stellenanzeigen der einzige Filter im Bewerbungsprozess ist. Heißt, im Wesentlichen nur schwarz und weiß, passt das Ganze, traue ich mir das Ganze zu, erfülle ich die Anforderungen in der Stellenanzeige, ja oder nein. Wenn ja, dann mache ich die Bewerbung fertig, schicke die ab. Wenn nein, dann eben nicht. Und das ist ein Kardinalfehler, den so gut wie jeder Akademiker, Fach- oder Führungskraft auf Jobsuche macht, nämlich diesen Filter nur sehr oberflächlich auf Basis der Stellenausschreibung zu setzen. Und ich werde dir in diesem Video auch nochmal ganz genau erklären, warum das eben so fatal ist und dich in dem Falle auch sehr stark beschränkt in den Ergebnissen, heißt in den Bewerbungen, die du da rausschickst und in den Vorstellungsgesprächen, die du da führst. Und das Ganze hat folgenden Grund. Der Nummer eins Denkfehler, dem die meisten Bewerber unterliegen, ist, dass eben diese Entscheidung, bewerbe ich mich oder bewerbe ich mich nicht, eben auf Basis dieser Stellenausschreibung, dieses Anforderungsprofils, der einzige Gradmesser ist. Und das ist nicht so, weil wenn dem so wäre, dann müsste doch jede Stelle, auf die du dich bewirbst, wo in dem Sinne Angebot, also deine Arbeitskraft und eben die Nachfrage, also das ausschreibende Unternehmen, was eben diese Stelle anbietet, sobald das zusammenpasst, also du die Anforderungen erfüllst, die Bewerbung platzierst und abschickst, aber dann im Nachgang entweder gar keine Rückmeldung von der Firma bekommst oder die Absage nach mehreren Tagen oder Wochen ins Haus flattert. Wenn dem so wäre, dass diese Deckungsgleichheit das einzige Kriterium ist, woran du deinen Bewerbungserfolg bemessen kannst, dann wäre die Welt natürlich viel leichter. So ist es leider nicht. Denn was wir im Rahmen der Zusammenarbeit mit den letzten 800 Teilnehmern in unserem Coaching-Beratungsprogramm herausgefunden haben, ist, dass es neben diesem Fit, also dieser Schnittmenge zwischen deinen beruflichen Anforderungen oder deinen beruflichen Erfahrungen, deiner Qualifikation und dem, was da gesucht wird in der Stelle, es Minimum noch 15 bis 20 weitere Faktoren gibt, die absolut nichts mit dir, deiner Person und deiner Vita zu tun haben, aber im Gegensatz dazu fast doppelt bis dreifach so wichtig sind im späteren Bewerbungsprozess. Ob es zu einem Vorstellungsgespräch kommt, ob du ein Angebot bekommst von der Firma. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du eingestellt wirst, im Wesentlichen eher an diesen 15 bis 20 Faktoren hängt,
als an deiner eigentlichen Qualifikation und deinem eigentlichen Profil. Ja, und das hören die allermeisten Bewerber das erste Mal, bevor sie eben mit uns den Kontakt suchen. Und genau aus diesem Grund haben wir das im Rahmen unseres Bewerbungscode-Systems eben etwas anders aufgestellt, nämlich wir schauen natürlich weiterhin im Rahmen unserer beruflichen Neuorientierung, unserer Jobsuche, inwieweit ist die Deckungsgleichheit oder wie hoch ist die Deckungsgleichheit zwischen dem Stellenprofil und unserem persönlichen Profil. Aber wir fügen in diesem Bewerbungsprozess immer noch einen weiteren Filter ein. Ja? Und das ist, wie wir es hier im Rahmen der Zusammenarbeit mit unseren Teilnehmern nennen, den sogenannten Vorqualifizierungsprozess, wo wir eben nach dem ersten Scannen des Anforderungsprofils, also des Stellenprofils, nochmal diese eben genannten 15 bis 20 anderen Faktoren einbeziehen und daraufhin dann unsere Entscheidung fällen, ob wir uns dort überhaupt bewerben oder nicht. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, was sind diese 15 bis 20 anderen Faktoren? Ich werde aus Zeitgründen hier natürlich nicht auf jeden Einzelnen eingehen und wie wir das Ganze hier eben rausfinden. Ich werde es aber mal anhand eines sehr, sehr wichtigen Kriteriums machen, was so gut wie immer zwischen Erfolg und Nichterfolg im Bewerbungsprozess entscheidet. Und das ist der sogenannte Stand des Bewerbungsprozesses auf Firmenseite. Heißt, nehmen wir mal an, du bist Ingenieur, hast Maschinenbau studiert, hast auch schon einige Berufserfahrungen, 10, 15 Jahre in verschiedenen Firmen und siehst eine interessante Stellenausschreibung, entscheidest dich, dass du dich darauf bewerben möchtest. Die Firma hört sich spannend an, die Aufgabe auch. Und jetzt würde der gemeine Bewerber sich hinsetzen, die Bewerbungsunterlagen fertig machen und hoffen und bangen, dass es diesmal was wird und diesmal klappt. Nicht so unsere Teilnehmer. Wir würden dann im nächsten Schritt erstmal abklären, insofern dieses erste Scannen der Stellenanzeige eben positiv verlaufen ist. Wie weit ist denn eigentlich der Bewerbungsprozess für diese spezielle Funktion? Ja, weil der Punkt ist der, selbst wenn du der am besten qualifizierteste Kandidat für die Stelle wärst, wenn du hinter alle Anforderungen ein Häkchen machen kannst, also man sich objektiv denkt, das kann ja nur was werden, aber trotz dessen dann wieder die Absage ins Haus flattert, dann muss ja irgendwo ein Fehler im System sein. Und das könnte zum Beispiel das eine Kriterium sein, dass der Bewerbungsprozess auf Firmenseite für diese Position schon sehr weit vorangeschritten ist, die Firma schon mit 3, 4 Kandidaten in weiterführenden Gesprächen ist, also nicht in ersten Telefoninterviews für die Vorauswahl, sondern eben auch in weiterführenden Gesprächen, wo es eventuell auch schon Richtung Vertrag geht, Gehaltsverhandlungen etc. Und selbst wenn du jetzt als neuer Kandidat in diesen Prozess reinkommst, startest du natürlich hier, die Firma ist aber schon hier und ist schon mehr oder weniger in der Entscheidungsphase zwischen 3 und 4 Kandidaten, wer es werden soll. Und selbst wenn du hier auftrumpfst und reinkommst in den Prozess, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man diese 3, 4 Leute auf Hold setzt, also sagt, Moment mal, wir sind zwar schon in Vertragsverhandlungen, aber wir haben hier einen spannenden Kandidaten, den wollen wir uns auch noch anschauen. Diese Wahrscheinlichkeit, die geht gegen Null. Heißt, du musst im Vorfeld qualifizieren, wie weit der Bewerbungsprozess auf Firmenseite überhaupt ist und ob es überhaupt noch Sinn macht, sich zu bewerben. Ja, das ist ein Gamechanger für viele unserer Teilnehmer, wo man das erste Mal, wenn man das erste Mal hört, dass es darauf eben auch ankommen kann. Denn wenn der Drops auf Deutsch gesagt schon gelutscht ist, dann braucht man seinen Hut natürlich werbungstechnisch nicht mehr in den Ring werfen. Wie finden wir diese Information raus? Klar, da gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Wege, wie an diese Information kommen. Auf wen wir da konkret zugehen, ist es die Personalabteilung, ist es der Fachentscheider, der für die Position dann am Ende des Tages auch die letzte Entscheidung fällt. Das sind alles Faktoren, die erarbeiten wir natürlich gemeinsam in unseren Trainings mit unseren Teilnehmern individuell. Das ist immer sehr, 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 sehr individuell zu betrachten, welche Strategie hier am meisten Sinn macht und wie wir diese Informationen herausfinden. Nur
Wenn du auch hinter diesem essentiellen Punkt, also wie weit ist der Bewerbungsprozess vorangeschritten, keinen Haken hintermachen kannst und du dich quasi als einer der Letzten im Prozess ja, dort deinen Hut in den Ring wirfst, dann kannst du mit einer sicheren Absage, beziehungsweise wie es heutzutage leider eher der Fall ist, dass man sich gar nicht mehr meldet, definitiv rechnen. Wie gesagt, das ist mal ein Beispiel, also der Stand des Bewerbungsprozesses auf Firmensicht. Wie ich es gerade auch schon erwähnt habe, gibt es ca. 15 bis 20 weitere Kriterien, die wir allesamt abklopfen müssen, bevor wir uns bewerben. Und das nennen wir bei uns eben das Vorqualifizierungssystem. Das ist einer der großen Säulen in unserem Bewerbungscode-System, wenn du gerne herausfinden möchtest, wie das Ganze eben für dich funktioniert und wie du diesen Vorqualifizierungsprozess in deine zukünftigen Bewerbungsprozesse professionell einbauen kannst und eben keine 20, 30, 40 Bewerbungen mehr schicken musst, sondern vielleicht nur noch eine Handvoll, 3, 4, 5, 6, 7. Dann melde dich gerne bei uns, trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein. Hier werden mein Team und ich uns ganz genau anschauen, wo du in deiner Bewerbungsphase aktuell stehst, wo du beruflich gerne hin möchtest und wo aktuell einfach die Probleme und Hindernisse sind, die dich eben davon abhalten, mehr Vorstellungsgespräche zu bekommen oder auch mehr Jobangebote von Firmen, die da an dir interessiert sind. Wenn das für dich spannend klingt und wenn du eben als Akademiker, Fach- oder Führungskraft auf Jobsuche bist, dann lass uns da gerne sprechen. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann hoffentlich bald eben auf der anderen Seite des Schreibtisches. Lass uns da gemeinsam Gas geben, wenn es für dich spannend klingt. Melde dich gerne bei uns. Bis dahin, dein Sebastian und viel Erfolg weiterhin.